Es war einmal ein Mädchen namens Schneewittchen. Sie lebte in einem Land weit, weit weg. Sie war ein sehr fröhliches Mädchen und sang den ganzen Tag. An einem sonnigen Tag sah Schneewittchen bei einem Spaziergang durch den Wald ein kleines Schweinchen. Dieses Schweinchen sah eindeutig so aus, als hätte es sich verlaufen, also kam Schneewittchen zur Hilfe. Hallo, kleine Schweinchen. Wer bist du? Geh weg von mir. Hab keine Angst, kleine Schweinchen. Ich bin Schneewittchen. Ich würde dir nie etwas tun. Nach und nach kam das Schweinchen hinter dem Baum hervor, wo er sich versteckt hatte. Schneewittchen? Also kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Aber erzähl mir erst, was passiert ist und wie du hierher gekommen bist. Also, ich bin heute Morgen rausgegangen zum Spielen. Aber ich war so in das Spiel vertieft, dass ich nicht einmal merkte, wie weit ich von zu Hause entfernt war. Als ich versuchte, zurück zu meinem Haus zu gehen, sprang mich ein Grashüpfer an. Er machte ständig Geräusche direkt neben meinem Ohr. Ich lief auf, ich lief ab, um ihn loszuwerden und rannte weiter. Und dann, am Ende, ist er einfach weggehüpft. Da stand ich nun, mitten im Wald. Ich suchte schon seit Stunden den Weg nach Hause, aber ich habe mich wohl verirrt. Meine Brüder machen sich bestimmt Sorgen. Schneewittchen, bitte hilf mir. Schneewittchen sagte zu dem kleinen Schweinchen, dass sie ihm helfen würde, sein Zuhause zu finden. Und sie machten sich gemeinsam auf den Weg. Sag mir, Schweinchen, was ist in der Nähe deines Hauses? Große Bäume. Ja. Es gibt überall in diesem Wald riesige Bäume. Gibt es in der Nähe deines Hauses noch etwas? In der Nähe unseres Hauses gibt es einen See mit grünem Wasser. In diesem Wald gibt es viele grüne Seen. Ich frage mich, welcher. Oh, das weiß ich nicht. Also, Schweinchen, keine Sorge. Wir suchen alle Seen einzeln ab und finden dein Zuhause. Schneewittchen und das kleine Schweinchen liefen eine Weile durch den Wald und kamen dann an einen See mit grünem Wasser. Es waren Seerosen auf dem Wasser und langes Schilf drumherum. Aber das kleine Schweinchen musste leider feststellen, dass sein Haus nicht in der Nähe dieses Sees lag. Oh weh, wir werden mein Haus nie finden. Das Schweinchen war sehr verärgert, also hob es einen Stein vom Boden auf und warf ihn in den See. Doch plötzlich sprang ein riesiger, gigantischer Frosch aus dem Inneren des Sees auf sie zu. Schneewittchen rettete gerade noch das Schweinchen, das fast unter dem riesigen Frosch zertrampelt wurde. Wer von euch hat seinen Stein auf mein Haus geworfen? Sorry, Riesenfrosch, wir suchen nur das Zuhause von diesem kleinen Schweinchen. Dann geht zum See mit den Booten, nicht weit entfernt von hier. Die Schweine lieben es, dort herumzustreifen. Quark. Schneewittchen und das Schweinchen gingen sofort an den Rand des Sees, den dieser Riesenfrosch meinte. Schauen wir uns um, Schweinchen. Vielleicht sind wir in der Nähe deines Hauses. Obwohl das Schweinchen eine Weile im See herumgeschnüffelt hat, konnte er sein Zuhause nicht finden. Und er begann laut zu weinen. Ich will nach Hause. Ich will mein Zuhause. Psst, beruhig dich, kleines Schweinchen. Das Schweinchen weinte so laut, dass ein riesiger roter Fisch aus dem See auf das Land sprang und das Schweinchen fast zerquetschte. Schneewittchen hat ihn gerade noch gerettet. Noch einmal. Was ist das für ein Lärm? Mein Mittagsschlaf ist ruiniert. Toll gemacht. Ach. Als das Schweinchen den wütenden Fisch vor sich sah, versteckte es sich vor Angst hinter der Prinzessin. Sorry, lieber Fisch, wir suchen das Zuhause dieses kleinen Schweinchens hier am See. Oh, dann geh zum See mit dem Steg. Dort gibt es ein Schlammbad. Schweine lieben Schlamm. Ach, Mann.
Der rote Fisch sprang zurück in den See und Schneewittchen und das Schweinchen gingen auf den See mit dem Steg zu. Nach einer Weile sah Schneewittchen ein paar Schlammfußabdrücke auf dem Boden. Schweinchen, sieh dir diese Fußabdrücke hier an. Ah, das könnten meine Brüder sein. Schnell, schnell! Schneewittchen und das Schweinchen begannen voller Hoffnung, um den See herumzuwandern. Und schließlich fanden sie das Haus des Schweinchens. Hier ist mein Zuhause. Als sie das kleine Schweinchen zu Hause sahen, rannten die Schweinebrüder hin und umarmten es. Wir haben uns große Sorgen gemacht um dich, Kleiner. Wo warst du denn? Wenn ihr wüsstet, was für ein Ärger ich wegen einer Heuschrecke hatte. Ohne Schneewittchen hätte ich den Weg nach Hause nie gefunden. Danke, meine Prinzessin. Von nun an sollst du den Weg nach Hause lernen und sehr gut merken, was es hier gibt, kleine Schweinchen. Versprochen? Ehrenwort. Schweinchen-Ehrenwort. Als die drei Schweinchen wieder vereint waren, hatten sie den ganzen Tag Spaß im Schlamm vor ihrem Haus. Sie brachten sogar Schneewittchen zu diesem Spaß. Das kleine Schweinchen hatte großes Glück, an diesem Tag Schneewittchen zu treffen. Denn in diesem Land helfen gutherzige Prinzessinnen immer Tieren und Menschen.